gebracht hat, dass man sagt, das 0-0, das macht das Spiel interessant, sicher in 2 Wochen beim Europacup. Aber wie es im Münchner Olympiastadion heute ausgesehen hat, das sagen meine Kollegen Wolfram Esser und Dieter Körten. Nicht wegen der finsteren Nacht von Lissabon. Schnee kurz hinter München und im Allgäu war der Grund dafür, dass nur 27.000 Zuschauer ins Olympiastadion gekommen waren. Die Bayern mit der Elf von Mittwoch optimistisch, wenn auch mit dem Handicap, einen magenerkrankten Dieter Hoeneß mit ins Spiel nehmen zu müssen. Durch Infusionen war er wieder zu Kräften gebracht worden. Trainer Czernay, wir müssen es riskieren, das, was auf der Bank sitzt, passt nicht oder passt noch nicht in unser Konzept. Das Konzept hieß heute wieder von Anfang an Druck und Offensive. Die Bayern überzeugend und konzentriert, ohne psychische Schwäche, 3 Klassen besser als am letzten Mittwoch gegen Benfica. Dass es ein gutes Bundesligaspiel wurde, lag aber auch an den weiß gekleideten Frankfurtern, die Nachtwey, Borchers und Nickel ersetzen mussten, dafür aber Antes, den Juniorenweltmeister, und Löw mit Erfolg ins Feld führten. Nach 19 Minuten diese Szene, Eckball Antes. Unsicherheiten in der Abwehr, Kopfball Löw, 0-1. Sicherlich eine dicke Überraschung, wenngleich, wie gesagt, die Frankfurter durchaus Paroli boten. Zeitlupe, Ball kommt herein, Unsicherheiten auch bei Walter Junghans im Tor, das 0-1, wie gesagt, nach 19 Minuten. Allgemeine Verblüffung, aber keine Panik. Im Gegenteil, die Bayern weiterhin schnell und flüssig mit Horstmann und Rummenigge in bekannter Manier. Schiedert und Neuberger förmlich überrollt. Eckball, Rummenigge, diesmal wird sie kurz hereingegeben und Kraus ist da. 1-1, nur 3 Minuten später. Noch einmal Rummenigge beim Eckball. Er variierte immer wieder, kurze Bälle, lange Bälle. Diesmal also kurz, Ball kommt herein. Kraus ist da mit dem Kopf, ein Treffer, der sein Selbstbewusstsein stärken wird. Lorand gegen Breitner, eines der mannhaft harten Duelle. Nur einmal erwischte der Frankfurter den Bayern-Kapitän, so unglücklich, wie Sie jetzt gleich sehen. Nicht auf die Knochen hatte Frankfurts Trainer Buchmann gefordert, aber er soll die spüren. Breitner spürte ihn, aber nicht unfair, wie er später betonte. In der 33. Minute das 2-1. Augenthaler, Niedermeier und im Nachschuss Karl-Heinz Rummenigge. Förmlich eine Erlösung für ihn. Die Zeitlupe, Nachschuss Rummenigge, unhaltbar. Schiedert gegen Rummenigge, das 2. große Duell. Der Frankfurter hielt mit. Als Schiedsrichter Messmer hier pfiff, Freistoß für Rummenigge. Petzai lässt eine Lücke für seinen sehr gut aufgelegten Torhüter Pahl. Rummenigge legt sich den Ball zurecht. Alle tippen auf Rummenigge. Sie sehen die Lücke in der Mauer, aber Breitner tippt auf Niedermeier. Mit List und Tücke das 3-1. Wieder nur 4 Minuten später. In der Zeitlupe noch einmal. Die Lücke neben Petzai. Niedermeier, mit Glück auch noch Petzai durch die Beine. Keine Chance für Pahl. Das wär's wohl, dachten alle bei Halbzeit. Zumal dann die Bayern nach dem Wechsel dem 4-1 scheinbar immer näher rückten. Aber da war Petzai. Überragend im Zweikampf, aber auch in der spielerischen Gestaltung und im Aufbau. Eckball durch Dremmler. Aus dem Hintergrund Augenthaler, sozusagen in alter Frische, beim Antritt. Pfostenschuss. Das hätte die Entscheidung sein müssen.
Unsere entscheidenden Fehler, unser Manko, sagte Czernay, wir brauchen zu viele Chancen. Und immer wieder Petzai, diesmal in sauberer Abwehr gegen Dremler. Und sein rascher Aufbau. Falkenmeier und vorne wartet Bum Kunscha. Das ist er, setzt sich durch gegen Augenthaler, legt sich den Ball zurecht auf den rechten Fuß, dann kommt die Flanke und Lottermann, herrlich gemacht zum 2:3. Das sehen wir noch einmal. Wundervoll weich zurückgelegt. Lottermann mit der Brust und direkt geschossen. Ein klasse Tor. 74. Minute, 3:2. Die letzte Viertelstunde wieder zittern für Paul Czernay. Wolfram Esser an seiner Seite. Und wir haben auch in der zweiten Halbzeit aus den Möglichkeiten kein Tor gemacht. Weil Frankfurt gelang das schöne Anschlusstreffer nicht. Und dann haben sie alles auf eine Karte gesetzt. Sind Sie erlöst? Wo war das Spiel besser als in Benfica? Nur ist kein Vergleich. Nicht. Hier haben beide Mannschaften, abgesehen von bestimmten Phasen des Spieles, so ziemlich frei und Richtung Tor gespielt. Nicht so wie am Mittwoch, praktisch beide Mannschaften, dass es sehr viel auf Sicherheit gespielt worden ist. Paul Breitner, Sie sind frisch geduscht. Ihre Eindrücke nach dem Spiel ist doch viel besser gelaufen als in Benfica. Ja, es ist überhaupt kein Vergleich. Ich würde sagen, dass wir heute mit diesem Spiel, vor allem mit den ersten 70 Minuten, unserer Form, der wir seit Wochen hinterherlaufen, um 3-4 Schritte näher gekommen sind. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel miteinander gesprochen. Wir waren ja 5 Tage in dieser Woche unterwegs. Und wir haben eins gemacht, nämlich die kleinen Streitigkeiten, die in der Presse in den letzten Tagen immer wieder mal angeklungen sind, die haben wir intern geregelt. So hat es die wirklich gegeben? Was für Streitigkeiten hat es gegeben? Ich habe gesagt, kleine Streitigkeiten, kleine. Nämlich die, dass logischerweise nach einer Serie von negativen Ergebnissen der eine Mannschaftsteil mit dem anderen nicht zufrieden ist, dass der eine auf den anderen schimpft. Und wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir damit im Gegensatz zu den letzten 2-3 Jahren eben ein bisschen zu viel an die Öffentlichkeit gegangen sind. Karl-Heinz Rummenigge, auch frisch geduscht. Vielen Dank, dass Sie noch rausgekommen sind. Wie lange hatten Sie jetzt kein Tor geschossen? Ich weiß nicht, ich glaube 5 Bundesligaspiele. Beeinträchtigt Sie das? Sind Sie dann sofort versessen drauf, unbedingt ein Tor zu machen? Ja, es ist so, ich bin Stürmer und von Stürmern werden nun mal Tore erwartet. Und wenn sie dann ausbleiben, so muss ich sagen, werde ich zwar nicht gleich nervös. Ich habe zwar in den letzten Spielen eigentlich auch recht gut gespielt, muss ich sagen, aber man hofft natürlich dann auf ein Tor und wenn dann ein Tor wie heute fällt, dann ist man natürlich schon in gewissem Sinne erlöst. Nun hat der Tabellenführer heute einen Punkt gelassen, Karl-Heinz Rummenigge. Wann ist der FC Bayern wieder Tabellenführer? Ja, ich glaube, wir haben damit zumindest die Krise, die uns so leicht nach dem Spiel in Köln angedichtet worden ist, heute überwunden. Und vielleicht war es ein auslösender Faktor, dass jetzt wieder Impulse nach oben zeigen. Und ich glaube schon, dass wir noch ein gewaltiges Wort um die deutsche Meisterschaft mitsprechen werden und vielleicht schon nächsten Samstag, mit Sicherheit wahrscheinlich noch nicht in Hamburg, aber zumindest sind wir jetzt auf dem Weg nach oben wieder. Hoffentlich sehen wir den gelösten Fußball von heute öfter wieder in der Bundesliga, denn das, was so die Hinrundenspiele im Europacup ausmachen, ist manchmal schauerlich. Sind Sie da meiner Meinung? Ja, wir müssen Ihrer Meinung sein in dem Fall, denn wir wollen sicherlich eins nicht aus dem Spiel, das wir am Mittwoch in Lissabon geliefert haben, ein tolles Spiel zu machen. Das weiß Gott nicht.